zum Beispiel auch der Fall. Oh, es ist kalt. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe mir überlegt, heute werde ich mit euch mal wieder so eine Art Test machen. Und zwar werde ich euch zeigen, ob man in Latexbettwäsche schlafen kann oder eben nicht. Ich hatte auf Instagram eine Umfrage gemacht, was ihr denn unbedingt mal von mir getestet haben möchtet, und rauskam, ich soll in Latexbettwäsche schlafen. Ich habe für euch den Test gemacht und mir Latexbettwäsche gekauft. Ich habe es auch schon aus Versehen eingeölt jetzt. Und zwar habe ich mir das volle Programm besorgt. Ich habe mir folgende Artikel gekauft. Ein Bettbezug in Schwarz. Das ist ultra schwer. Bettlaken. Und zu guter Letzt ein Latex-Kissenbezug. Diese ganzen Sachen gab es nur in Standardgröße. Dementsprechend weiß ich nicht wirklich, ob diese Sachen über mein Bettzeug passt. Aber ich würde sagen, wir finden es heraus. Ein Laken, eine Bettdecke und ein Kissen, damit ich auch das komplette Latex-Feeling habe. Und ich habe sogar in einem Catsuit geschlafen, um das Ganze nochmal abzurunden. Und wie es war, erzähle ich euch jetzt. Ich habe in der Nacht darauf verzichtet, diese Latex-Bettwäsche mit Öl einzureiben oder wie man auch immer das Ganze bezeichnen mag. Weil ich glaube, das Ganze ist relativ unnötig, um einfach das Gefühl zu haben, einfach mal in Latex geschlafen zu haben. Aber durch meinen Catsuit ist natürlich mittlerweile etwas drauf. Also zugegebenermaßen, diese Decke ist sauschwer durch das ganze Latex und es ist wirklich sehr, sehr kalt. Keine Ahnung, wie ich hier drin schlafen kann. So, wir haben jetzt Abend und ich bin mal gespannt. Also ich muss sagen, die Bettdecke und alles ist super schwer, vor allen Dingen die Bettdecke. Gut, man kann natürlich, man muss natürlich dazu sagen, es ist ja auch sehr viel Latex. Das Kopfkissen ist ultra kalt. Ich hoffe, das Ganze legt sich noch. Ja, also bislang friere ich und muss sagen, das Ganze ist nicht so eine tolle Erfahrung. In Latex-Bettwäsche zu schlafen ist eine sehr interessante Erfahrung. Ich muss sagen, meins ist es jetzt nicht unbedingt, weil mir das Ganze einfach zu kalt ist oder zu warm. In der Regel war es einfach zu kalt, weil ich von der Person her eher friere. Für die, die eine menschliche Heizung darstellen, ist wahrscheinlich Latex-Bettwäsche eine gute Alternative. Der zweite Punkt war, dass diese Bettwäsche relativ schwer war. Ich habe mich regelrecht erdrückt gefühlt von dieser ganzen Masse. Also wenn man eine dicke Winterdecke hat, kann ich das Ganze auf keinen Fall empfehlen, weil dann fühlst du dich erdrückt und wahrscheinlich würdest du dann auch sehr viel schwitzen, was die Nacht auch nicht unbedingt angenehmer macht. Ansonsten, was mir noch aufgefallen ist, man ist natürlich super rutschig unterwegs. Das bedeutet, wenn du dich sehr oft drehst in der Nacht, dann kann es passieren, dass du aus dem Bett fällst. In Latex-Bettwäsche zu schlafen ist definitiv eine Erfahrung wert.
Wenn ich also dein Interesse geweckt habe, dann schau einfach mal in meine Infobox. Da verlinke ich dir die Produkte, die ich benutzt habe. Soweit ich weiß, gibt es das Laken, die Bettdecke und das Kissen nur in Standardgröße. Ich muss sagen, ich schlafe lieber in ganz normaler Bettwäsche, weil mir das Ganze einfach zu kalt war. Ich habe mich teilweise erdrückt gefühlt von der ganzen Masse. Mich würde jetzt einfach mal interessieren, wer von euch hat schon mal in Latex-Bettwäsche geschlafen? Wie habt ihr das Ganze empfunden? Lasst es mich wissen und schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich sehr darüber, dass ihr zugeschaut habt und sage bis zum nächsten Mal.